Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Besser ist das. Heute geht es um besagten Karton. Wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, werde ich in diesem Video auspacken, was in diesem Karton ist. Ich werde mit euch zusammen dann das aufbauen, was in diesem Karton ist, und wenn ich es noch schaffe, dann natürlich auch gleich mal ausprobieren, wie es funktioniert. So, dann öffnen wir das gute Stück. Und was haben wir hier? Erstmal jede Menge roten Stahl. Und zwar handelt es sich hierbei um eine manuelle Reifenmontiermaschine. Wir haben hier einmal schon mal eine Anleitung. Ein paar Schrauben. Eine Rechnung. Und das war's. Laut Anzeige ist diese manuelle Montiermaschine für Felgen von 13 bis 21 Zoll geeignet. Und jetzt werden wir sie mal aufbauen. Die Anleitung ist auf Englisch. Wie wir auch schon erkennen können, steht hier 15 bis 18 Zoll. Aber ich lasse mich mal überraschen. In der Anzeige stand was anderes. Wir haben hier eine Stückliste und eine Explosionszeichnung vom Aufbau. Und dann probieren wir das mal aufzubauen. Zum Festziehen der Mutter und der Schrauben benötigen wir 70er Schlüssel. So, das war jetzt der ganze Aufbau der Montiermaschine. Wie ihr gesehen habt, kinderleicht, ging auch recht schnell. Also ich habe jetzt nicht mal 5 Minuten gebraucht. Hier an dieser Stelle seht ihr 2 Löcher. An dem Rohr sind 3 Löcher. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es hat damit zu tun, dass ich hier die Höhe variieren kann und hier die Länge variieren kann, je nachdem, wie groß oder wie klein die Felge ist. Aber das werden wir dann testen. Wenn das alles fertig ist, dann sehen wir unten am Fuß der Maschine oder des Gerätes, dass wir hier 4 Löcher haben. Das heißt, da das sehr relativ leicht ist und nicht sehr standfest ist, wird das im Boden verankert, um halt auch dementsprechend Stabilität zu gewährleisten. Und dafür habe ich mir hier diese Dübel gekauft. Es sind Metalldübel, die im Boden, in der Wand und der Decke verankert werden können, die sich dann hier unten aufspreizen. Wir haben in drinne ein M10-Gewinde. Dazu dann diese M10-Schrauben. 80er Länge, also M10 mal 80. Da wir eine Fußhöhe von 40 mm haben und ich somit dann das Gerät im Boden verankern kann. Warum habe ich die Methode mit diesen Metalldübeln gewählt? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich hier in der Garage nicht allzu viel Platz habe, auch immer mal wieder mit dem Auto rein oder raus muss. Und mir dann das Gerät einfach im Weg stehen würde.
Da ich so die Möglichkeit habe, mit diesen Metalldübeln das Gerät festzuschrauben, wenn ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, kann ich es entfernen, kann es in die Ecke stellen. Ich suche mir jetzt erstmal einen Platz, wo ich das Gerät platzieren kann, sodass ich halt auch ringsherum genug Platz habe zum Arbeiten. So, ich habe jetzt meinen Platz gefunden, wo ich meine, das würde für mich okay gehen. Werde mir jetzt die Löcher zum Bohren anzeichnen und werde dann anfangen, die Löcher zu bohren und das Gerät festzuschrauben. So, die Löcher sind markiert. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, 4 Punkte. Ich kann sie sehen. Da ich natürlich nicht unendlich tief bohren möchte und auch nicht möchte, dass der Dübel komplett im Boden verschwindet, habe ich ihn erstmal eingedreht und werde mir jetzt ausmessen, wie weit ich bohren möchte. Das sind gute 4,5 cm. Ich hoffe, das wird mir auch reichen. Werde ich mir den Bohrer auf 4,5 markieren. Dazu benutze ich Klebeband. Bei diesen M10er Dübeln wird angegeben, mit einem 12er Bohrer zu bohren. Und dann legen wir mal los. Ich werde die Löcher jetzt noch mit einem Staubsauger aussaugen. So, Bohrlöcher sind gebohrt, sind auch sauber. Und jetzt setzen wir die Dübel ein. Da wir hier Schrauben mit keinem kompletten Gewinde haben, sondern nur ein kurzes Stück Gewinde, muss man natürlich gucken, ob wir die Dübel eventuell noch ein Stück weiter reintreiben müssen. Eine Ratsche, da liegt sie noch los. Da wir jetzt schon am Ende des Dübels angekommen sind, muss ich den Dübel doch noch etwas versenken. Das heißt, ich drehe die Schraube wieder raus. Wieder 2, 3 Umdrehungen rein. Und versenke die Dübel noch etwas weiter im Boden. Jetzt habe ich hier noch 2,5 cm und da richte ich mich jetzt mit den anderen. Und ich glaube, ich werde das mit einem Schlagschrauber weitermachen, denn das ist ganz schön mühselig. So, da mir das jetzt mit der Ratsche ein bisschen zu mühsam war, habe ich mich jetzt doch entschieden, das Ganze mit dem Druckluftschrauber festzuschrauben.
ist nun fest montiert und steht stabil. Eine Anleitung, wie man mit diesem Gerät arbeitet, ist leider nicht dabei. Das heißt, wir werden dann probieren müssen, wie das Ganze hier funktioniert. So Leute, wie ihr ja gerade gesehen habt, die Reifenmontiermaschine ist zusammengebaut und auch aufgebaut bzw. im Boden verdübelt oder verschraubt. Das war alles auch kein Problem, ging ganz gut. Ich habe es dann natürlich auch gleich danach probiert, mal einen Reifen abzuziehen, wo ich natürlich dann so auf einige Probleme gestoßen bin. Ich habe es erst probiert mit einer Stahlfelge, auf dem ein Reifen montiert war, in der Dimension 195/65R15 und hatte damit ordentlich zu kämpfen gehabt, lag aber nicht an der Reifenmontiermaschine, lag vielleicht einfach daran, dass ich halt mit dem Gerät noch keine Erfahrung habe. Und lag natürlich auch daran, dass der Reifen schon extrem lange auf der Felge drauf war. Das heißt, der Reifen hat auch ordentlich an der Felge geklebt. Hatte dann natürlich auch die Schnauze voll, nachdem ich da erstmal gekämpft habe, wie so ein Ochse, und habe dann erstmal probiert mit einer Alufelge von meinem Passat. Die haben die Dimension 225/40R18. War zwar auch schwer, aber das ging nachher. Nachdem ich dann eine Felge bzw. einen Reifen umziehen konnte, habe ich es dann mit der Stahlfelge nochmal probiert. Habe das allerdings vorher dann um den Felgenrand, wo der Reifen anliegt, vorher mit ein bisschen Fittwasser, in meinem Fall Glasreiniger, eingesprüht. Und nach langem Hin und Her hat sich dann der Reifen auch irgendwann gelöst. Bei der Stahlfelge ging das Demontieren der Reifen und Montieren der Reifen dann eigentlich ganz gut. War also kein Problem. Bei der Alufelge in der Dimension und auch mit der geringen Deckenhöhe ist natürlich ein bisschen schwieriger. Natürlich sind die Reifen auch schon etwas älter, das heißt, der Reifen ist hart, er lässt sich ganz schwer über die Felge ziehen, aber es ging eigentlich dann nachher. Man muss ein bisschen kämpfen, also umso größer die Felge ist, umso geringer die Deckenhöhe ist, umso schwerer geht es natürlich. Aber mit ein bisschen Übung, ein bisschen Kraft ist machbar. Konnte das dann leider nicht aufnehmen, weil ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte und mir das dann alles dann doch zu schwer war, war auch schon weiter heiß gewesen. Aber natürlich will ich euch das natürlich auch mal zeigen, wie das funktioniert. Da ich ja noch zwei Felgen vor mir habe, werde ich das dann auch jetzt mit aufnehmen, beziehungsweise könnt ihr mir jetzt dabei zugucken, wie ich jetzt mal eine Alufelge, eine 18 Zoll Alufelge umziehe. Werde natürlich dann auch vielleicht mal zwischendurch mal darauf hinweisen oder zeigen, wie ich das mache. Aber allgemein ist es möglich, mit der Maschine Reifen umzuziehen. Geht natürlich wesentlich langsamer wie eine richtige Reifenmontiermaschine, aber es ist machbar. Na dann, viel Spaß beim Zusehen. Als erstes sprühe ich mir jetzt erstmal den Felgenrand ein bisschen mit Glasreiniger oder Fittwasser geht auch ein. Das Ventil raus, erstmal Kappe ab. Beim Rausschrauben natürlich darauf achten, dass man immer ein bisschen Druck gegen das Ventil aufbaut, damit das nicht gleich rausfließt. Ich lege mir den Reifen hier vorne gegen, also nicht hier direkt drauf, sondern vorne gegen den Keil. Dann probieren wir die Felge abzudrücken. So, man hört es da leicht zischen. Das hat ja demzufolge, dass wir jetzt die Luft wieder ein bisschen rausdrücken. Wenn ich jetzt den Reifen höre, höre ich, wie sich der Reifen wieder ein bisschen mit Luft füllt. Die Erfahrung habe ich beim letzten Mal gemacht. Darum werde ich dann beim Runterdrücken des Reifens das Ventil wieder einschrauben. Stück für Stück. Das machen wir dann auf beiden Seiten. Thank you.
Sprengdecke entfernen. So, nachdem wir nun den Reifen erfolgreich abgedrückt haben, können wir ihn oben einspannen. Ich lege mir hier oben einen kleinen Lappen drüber, einfach um die Felge nicht zu doll zu verkratzen. Die Stahlfelge habe ich von vorne abgezogen. Bei der Alufelge mache ich das von hinten wegen dem Bett. Und festziehen. Darum muss die Maschine auch fest am Boden verankert sein. Ja, wenn die Maschine jetzt nicht fest wäre, würde sich die Maschine im Kreis drehen. So, nachdem ihr die Felge gut abgedrückt habt und auch gut eingespannt ist, können wir nun anfangen, versuchen die Decke runterzuziehen. Und noch eine Empfehlung, wenn ihr das bei Alufelgen macht, macht das nicht wirklich bei arschteuren und hochwertigen Alufelgen, da hier definitiv ein paar Macken entstehen können, Kratzer. Geschafft habt, ist der Rest eigentlich ganz einfach. Gleich machen wir dann die Unterseite nochmal. Und schon ist der Reifen runter. Bevor wir den neuen Reifen draufziehen, bereiten wir die Felge und auch den Reifen mit etwas Reifenpaste vor oder mit Farbpaste. Also diese Standleiste aufziehen lassen und auch gegeben ist oder gewährleistet ist, dass der Reifen nicht an der Felge gleich haften bleibt beim nächsten Mal umziehen. Alles gut einräumen. Machen wir mit den Reifen auch. Vom Aufziehen immer darauf achten, ob die Reifen laufrichtungsgebunden sind, beziehungsweise ob auf dem Reifen drin steht, ob die für welche Innenseite, welche Außenseite ist. Wir haben vorne am Felgenbett die Außenseite und haben, was im Radhauskasten drin steht, ist die Innenseite. Und so müssen wir den Reifen auch montieren. Wie ihr seht, ist das Reifenmontieren mit dem Hebel nicht wirklich einfacher. Warum werde ich das machen wie beim letzten Mal? Ich werde den Reifen auf dem Boden montieren mit Montiereisen und werde mir dann hier unten mit der Kralle behelfen, um den reinzudrücken. So, nach ein bisschen Fummelei ist der Reifen dann fast drauf und den Rest drücke ich mir dann mit der Montiermaschine runter, da ich mit dem Hebel jetzt nicht mehr reinkomme. Und noch eine kleine Empfehlung von mir, wenn ihr sowas auch macht, macht es nicht bei 30 Grad. Oh, das ist die Hölle. Und hier festschrauben und Luft drauf.
Nicht erschrecken, wenn es knallt. Hey Leute, zum Ende des Videos möchte ich gerne mal zwei, drei Worte verlieren über die Reifenmontiermaschine. Wie ihr gesehen habt, Aufbau und Montage der Reifenmontiermaschine war ganz einfach. Die Handhabung mit dem Gerät ist eigentlich auch ganz gut, auch wenn sich das Reifenabziehen im ersten Moment als etwas schwierig dargestellt hat. Aber ich denke mal, wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, dürfte das auch nicht mehr so ein Problem sein. An sich muss ich sagen, bin ich mit dem Produkt recht zufrieden. Gekostet hat die Reifenmontiermaschine 72,72 Euro inklusive Versandkosten. Wie gesagt, wie man hier sieht, Versand war aus Frankreich, ging auch relativ schnell, hatte damit keine Probleme, war innerhalb von 3-4 Tagen bei mir gewesen. Natürlich habe ich mir zu dieser Reifenmontiermaschine natürlich auch ein kleines bisschen Zubehör mit zugekauft, da ich, wie gesagt, auch schon mal andersweitig Reifen umgezogen habe. Und da möchte ich jetzt gleich nochmal kurz mit drauf eingehen. Und zwar habe ich mir hier noch Montiereisen bestellt, 4 Stück an der Zahl, in den Längen 300, 400, 500 und 600 mm. Die haben gekostet 16 Euro und 49 Cent. Auch da der Versand kein Problem. Die kamen aus Deutschland, waren auch innerhalb von 3 Tagen da gewesen. Preis auch inklusive Versand. Dann habe ich mir dazu noch bestellt diese Reifenmontierpaste oder Reifenmontagepaste. Die kam 6,99 Euro. Die kam auch aus Deutschland, war innerhalb von 3 Tagen da. Preis auch wieder inklusive Versandkosten, auch hier alles ohne Probleme. Passend zur Reifenmontagepaste einen Winkelpinsel in der Größe 30 mm, also 30 mm Kopf, mit einer Neigung von 45 Grad, kostete 6,39 Euro. Auch hier wieder Versand aus Deutschland, war innerhalb von 3 Tagen da, Preis inklusive Versandkosten. Hier gab es auch keine Probleme. Dann hatte ich mir zum Schutz der Alufelgen noch diese Felgenschoner bestellt gehabt. Das waren 2 Stück an der Zahl. Kosteten 3,99 Euro, auch wieder inklusive Versand. Kam aus Deutschland, aber hier gab es mit dem Versand wohl ein bisschen Probleme. Also statt angegeben wie 3 bis 5 Tage, waren es dann doch 10 Tage gewesen. Verwendet habe ich diese Felgenschoner nicht. Bis ich sie vielleicht irgendwann mal verwenden werde, werde ich sehen. Aber bis jetzt hatte ich dafür noch wirklich keine Verwendung gehabt, da sie halt wieder doch erst spät kam. Was kann ich zu der Reifenmontagemaschine noch sagen? Also das Umziehen ist möglich. Bei Stahlfelgen denke ich mal absolut gar kein Problem. Wer Alufelgen umzieht, die nicht mehr so schön sind oder auch nicht so hochwertig sind, sollte es auch kein Problem darstellen. Wie gesagt, da empfehle ich halt, wie gesagt, die Felge vorher ein bisschen mit dem Tuch, wie in meinem Fall mit dem Lappen, ein bisschen zu schützen gegen Kratzer. Aber es bleibt echt nicht aus, dass da so ein bisschen Kratzer, dass da ein paar Kratzer reinkommen. Darum, also bei wirklich teuren, hochwertigen Felgen würde ich nicht machen. Aber in meinem Fall hat es wunderbar geklappt. Wie ihr auch nochmal sehen könnt, wird angegeben von 13 bis 21 Zoll. In der Anleitung stand ja 15 bis 18. Ich habe auch nur 18 Zoll Felgen, also bei mir hat es ganz gut geklappt. So, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder ein nettes Kommentar. Natürlich darf auch abonniert werden. Und bis dahin, ciao, ciao.